Es hat ja dieses Start-up-Paket gegeben, wo wir mit 100 Millionen Euro die Neugründungen, 1000 Neugründungen im Jahr fördern. Und dadurch sollen die Start-ups gestärkt werden, gleichzeitig natürlich auch in den nächsten 5 Jahren 10.000 bis 15.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich denke mir, die Projekte, die wir machen, nämlich Start-ups mit Unternehmen zusammenzubringen, das schafft einfach Innovation und das brauchen sowohl die Start-ups wie aber auch die etablierten Unternehmen.